Hallo Leute und willkommen hier auf LeoCraft. Heute wollen wir uns die Farmsysteme genauer anschauen. Und ja. Da gucken wir einfach mal. Ja, wir gehen gleich mal hier rein. Da aber nicht. Nö. Ah, hier kann man die Farm starten. Nö. Gut. Die Farm ist gut. Jetzt sieht man ja, was die macht. Können wir den Farmer mal zugucken. So, was haben wir noch? Das Bett von ihm. Naja. Dann gehen wir mal weiter, schauen, was hier ist. Ah, hier ist die zweite Farm. Der ist auch fleißig gemacht. Die Kakaofarm habe ich noch nicht ganz geschnallt. Einfach eine Truhe, hat die irgendeine Funktion? Ja, scheinbar schon. Gut. Hier ist dann die Zuckerrohrfarm. Ah, hier kann man die beiden Farmen aktivieren. Das machen wir doch gleich mal. Okay. Das ist auch eine geile Idee. Also die Farm ist geil. So. Nehmen wir hier mal 27 raus und dann pflanzen wir die doch mal nach. Warum liegt hier Zuckerrohr rum? Nice, wo geht's dahin? Gut. Wir gehen weit. Nach oben. Schweinefarm, oder? Ja, hier werden Schweine gefarmt. Spawn Animals. Na, Kühe aber auch. Ich mache hier mal ein bisschen spawnen. Ja, und dann... Oh, ziemlich viel Schweine und Kühe. Und dann starten wir die mal. Also, was hier ist, hat Glück gehabt, der Rest fließt nach unten und da kann man hingehen. Ja, das geht. Hier kommen die dann an. Ist jetzt nicht toll für die Vegetarier, aber ist ja auch noch Minecraft. Ja.
jetzt hier zu dieser Hilfe. Haben wir noch eine Farm? Nö. Unser Farmer, der ist noch am Machen. Gut, damit hätten wir eigentlich die Farmsysteme abgehakt. Und können weitergehen. Wobei, da hinten ist noch was. Ha. Gut. Was ist hier noch? Hier ist noch was. Ah, hier kommen die Erträge, oder? So. Ah, was ist das hier? Das ist eine Farm. Das sieht man. Ah, Arbeitsmittel. Oh, Diamant sogar. Samen. Ganz normale Weizensamen. Gut. So. Wohin geht's hier? Ha? Ah. Anfragemagazin Vorsicht Technik. Gut, hier ist Zutritt verboten, dann gehen wir da auch nicht hin. Sondern wieder raus. Hierhin geht's wo lang? Ah. Joes Zimmer. Schade. Gut. Dann kann man da nicht lang gehen. Gut, gehen wir wieder zurück zur Farm. So ganz checke ich das noch nicht hier, den Teil. Ah, hier. Buggy. Ah. Das scheint eine irgendeine Farm zu sein. Gut, es könnte tatsächlich eine Kartoffelfarm sein. Wobei, weil Kartoffeln ist das einzige, was fehlt. Oder Möhren. Ja. Gut, mehr Farmen. Doch, es gibt noch mehr Farmen hier. Gut. Gibt es hier lang? Dann hier lang. Ah, dann kommt man hier mitten in der Technik. Tatsächlich. Nice. Gut, wir gehen aber hier runter, geht's glaube ich ins Hauptlager. Ja. Gut, wir gehen wieder rauf. Und danach gehen wir. Ja, wohin können wir danach gehen? Ich glaube, da hätte ich noch was. Und zwar gehen wir jetzt
Dahin. Dahin gehen wir jetzt. Wobei noch nicht ganz. Wir gehen erstmal. Hey, hier ist ein Zombie. Wer nicht. Hey, mit der Handdauer das verlangt. Na, endlich. So. Jetzt. Machen wir es mal schnell. Tag mit. Jo. So. 7 Tage waren wir jetzt schon hier. So, wie lange dauert es jetzt, bis die Homebahn abfährt? Nicht lang. Gut. Die Karte habe ich jetzt schon mal im Anschlag. Die werden wir nämlich jetzt benötigen, um dahin zu gehen, wo ich hin will. Ja, hier müssen wir raus. Und jetzt gehen wir hier lang. Auch wir nehmen den Aufzug, weil wir es können. Und fahren in den 13. Stock. Ich denke, ihr ahnt alle, was wir jetzt machen. So. Gut, es laggt jetzt wieder ein bisschen. Aber ich denke, damit kann man leben. Bingo. Und hier drin sind nämlich noch mehr Master Key Cards in der Kiste. So, dann kann man hier hochgehen. Ui, sieht das schön aus. Der macht nichts. Gut, Fernseher. Feuer. Nice. Gut. Wo lang geht's noch? Hier lang? Ah. Gut. Da gehen wir nicht lang. Wir machen das systematisch. Wir fangen von rechts an. Oh, wir landen im Pool. Nice, da kann man doch mal Wasserrutsche fahren. Man sieht wirklich nichts. Nice. Sogar Düsen. Oh, beleuchtet. Das finde ich schade. Man kann hier nicht durchspringen. Und dann dasselbe. Hey. Whirlpool. Weiß nicht, was der Whirlpool macht oder wo der ist. Also so gut kenne ich mich in der Map hier auch nicht aus. Gut, und Glide A mit privater Dusche. Nice. Ja, man verwendet eigentlich nur das, was man braucht. So, jetzt kommen wir von da. Jetzt können wir gleich hier nach. Was ist das? Abenteuer, das hört sich doch gut an.
Naja, man sieht leider nichts. Aber ansonsten gut gemacht. Dann, was haben wir noch? Ja, daher kamen wir. Gut, dann gehen wir eine Etage nach oben. Privatbibliothek muss natürlich sein. Aber auch wenn die nicht so groß ist, trotzdem toll. Dann Boxlager für persönliche Sachen. Was haben wir hier? Ein Badezimmer. Die Dusche finde ich gut. Irgendwie. Toilette darf auch nicht fehlen. Man sieht, funktioniert leider nicht. Toll wäre es natürlich, wenn ja, wenn man die Items, die man reintut, auch wirklich verschwinden dann. Und das Bett, wo wir, wenn ich darauf spiele mit anderen Leuten, immer schlafen. Ups. Naja, ist nicht so schlimm. Mit Balkon, man sieht wirklich immer noch nichts hier oben. Also das Haus ist echt groß. Meine Sichtweite ist jetzt nicht so hoch, weil es vorhin geleckt hat in der Welt. So, wir gehen weiter. Nächste Ebene. Noch ein Balkon oder so eine Terrasse. Na, Balkon trifft es besser. Dann Küche, also Brot gibt es hier schon mal. Aha, Heizen, mehr gibt es nicht. Da ist schon mal noch eine Bodenküche. Gut. Dann geht's hier noch mal höher. Meine Güte. Jo. Und das war's dann auch. Jo. Wir suchen uns jetzt aber noch was ganz Besonderes aus, und zwar erkunden wir noch die anderen Eingänge. So, da geht's hier, glaube ich, lang. Ja. Nein. Wir sind da lang. Nein, da auch nicht. Doch, da vorne. Doch, das ging da vorne lang. Hier. Ja. So. Wir gehen in die Lobby. Schön. Und dann noch dann müssen wir, glaube ich, noch etwas tiefer, oder? Ne, hier sind wir. Zur Südtorbahn. Die ist hier. Dann nehmen wir die auch mal und fahren zum Südtor. Dauert halt immer etwas. So, hier leckt es wieder etwas. Und da werden wir, ey, wir werden sogar automatisch rausgeworfen. Toll, Südtor. Wo sind wir genau? Oh, ist zu. Ist das Südtor zu? So, wo sind wir auf dem Lagerplan? Da oben. Gar nicht so weit entfernt vom Haupteingang. Oder? Ich meine, wir sind ungefähr in der Nähe vom Haupteingang. Oder?
Eigentlich dachte ich das. Nö, hab ich denn falsche Vermutung gehabt. Der Haupteingang sieht so aus, als ob der woanders ist. Ja, wo ganz anders ist der scheinbar. Wobei, habe ich jetzt eine Rundfahrt gemacht? Ja, ich glaube schon. Das war eigentlich nur eher eine Rundfahrt. Oder? Ich weiß es nicht. Moment, das kann man rausfinden. Wir sind am Hubschrauberlandeplatz. Gut, da ist das Haupttor am Hubschrauberlandeplatz. So, wo kommt man hier wieder rein? Und dann das Südtor, wo ist das? Komm, wir gehen erstmal in den privaten Bereich. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach, das ist nur das Tunnelsystem. Mehr ist es nicht. Gut. Dann gehen wir da nicht lang. Wir machen noch einen geilen Deal. Komm, weil es Fun macht. Sollten vielleicht die Commands nochmal nachgebessert werden, dass hier nichts kommt. Naja. Jetzt bin ich aber auf der anderen Seite. Wir fahren wieder hier zurück. Doch, wir sind irgendwo auf der anderen Seite. Oder? Eigentlich schon. Ah, ja klar. Einmal hier oben und einmal unten. So, hier kann man das Tor öffnen. Toll. Was macht dieser? Nice Feuerwerk. Dauer. Wir lassen es mal laufen, bis der Nacht, bis es leer ist. Einfach so just rausfahren. So, jetzt machen wir hier wieder zu. Ah, das soll sich auch nochmal verändern. Gut. Nein! Ah, die werden neu gespawnt. Gut, jetzt laggt's mal wieder. Wir machen's. Nee, jetzt funktioniert's wieder. Gut, fast hätte ich gesagt, wir machen den Cut.
War vielleicht auch ein Fehler, dies anzulassen. Gut. Dann, was können wir noch machen? Da waren wir auch noch nicht, oder? Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um sich hier mal Überblick zu verschaffen. Wir waren noch nicht. Da waren wir noch nicht, an diesem Heli-Landeplatz. Frage ist, wie kommt man da hin? Nee. Und was wir auch noch nicht gemacht haben, wir waren noch nicht in den entfernteren Gegenden. Da waren wir auch noch nicht. Komm, wir gehen einfach mal rein. Und versuchen jetzt irgendwie zum Hauptbahnhof zu kommen. Ziehen dabei wahrscheinlich erstmal den falschen Weg. Noch besser. Wir gehen in Joes Zimmer. Mal schauen. Die Tür kann man ja abbauen. An sich. Außer Weizen nichts Besonderes. Ich bin im Versuch, da hochzukommen. Mehr ist es nicht. Ich hätte jetzt irgendwie an ein Easter Egg oder so gedacht. Nicht. Nicht. Überhaupt nicht. Gut. Wir machen trotzdem einen Cut. An der Stelle, und zwar schauen wir uns dann im nächsten Part die Technik genauer an. Also Leute, macht's gut. Bis bald und ciao.